Hallo und herzlich willkommen bei Fettspielen, mein Name ist Diana und heute spiele ich für euch das Browser-Game Sacred Seasons 2. Ich muss mir jetzt hier erstmal wieder aussuchen, was für eine Klasse ich sein möchte. Entweder eine Hexe, eine Jägerin oder ein Soldat. Schauen wir doch einfach mal, was die hier so können. Okay, they are the most balanced, also das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Haben einen Pfeil und Bogen. Hexe ist natürlich klar Magie. Und Soldat, was können die so? Okay, also die beiden sollen wohl sehr ausbalanciert sein, was, also der Jäger und der Soldat, was die Kampftechnik etc. betrifft. Ich nehme jetzt einfach mal die Hexe. Und jetzt muss ich mir noch eine Jahreszeit aussuchen. Mhm. Also Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, was für eine Hexe möchte ich denn sein? Ist jetzt eine gute Frage. Ich finde Sommer eigentlich immer ganz gut, vor allem weil ich Sommer jetzt wirklich mal wieder gebrauchen könnte. Okay, jetzt kann ich mir hier eine ganz individuelle Hautfarbe und so noch raussuchen. Das ist ziemlich cool. So viel Freiheit hat man meistens nicht unbedingt, wenn es, also zumindest nicht, wenn es um Farben oder Frisuren oder sowas geht. So. Na, das ist mir ein bisschen zu gelb noch. Okay, und was ist das für eine Farbe? Wo ist die? Okay. Und Klamotten. Nehmen wir ein bisschen was Bunteres hier, ein bisschen fröhlicher. Oh, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, dann habe ich jetzt hier meine Sommerhexe erstellt. Okay. Ah, ich habe eine Farm. Und Stella hat den Schlüssel dazu. Okay. Gut, dann suche ich jetzt mal hier das... nein, das ist nicht Stella. Da ist Stella. Oh, 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 eine Spinne hat meine Schlüssel geklaut. Und ich muss jetzt diese Spinne töten. Alles klar, dann mache ich das doch einfach mal. Okay, bin ich jetzt Front Row oder Back Row? Ich mache mal Front Row. Okay, also das scheint ein rundenbasiertes Kampfsystem zu sein, oder? Bin mir ehrlich gesagt unschlüssig, aber ich habe jetzt diese Spinne hier auch schon getötet, also was soll's. Und jetzt habe ich hier ein schönes Messer bekommen. Okay. Coole Sache. Gut, jetzt kann ich mir hier auch schon meine erste Quest Award holen. Juhu! Ich habe eine Spinne getötet und Stella findet das toll. Okay, und jetzt muss ich zu Dahlia, denn Dahlia braucht meine Hilfe auch. Dahlia steht hier drüben und sieht auch schon ein bisschen traurig aus. Oh nein, weil die Leute in Plymouth alle krank werden und sie nicht weiß warum. Und jetzt muss ich in die Farmlands. Return a spider and move from the spider dungeon the farms to Dahlia. Okay, okay. Wo sind die Farmlands? Das ist jetzt, eine ziemlich gute Frage. Südlich hat sie ja gesagt, ne? Also wahrscheinlich hier lang irgendwo. Wäre zumindest sinnvoll. Ja, die Farmlands da. Und da ist Dahlia auch schon wieder. Und da ist der Dungeon. Das ist schön, dass die immer so mit diesen Pfeilchen anzeigen, wo man jetzt hin muss eigentlich als nächstes. Und da wartet ein Kampf auf mich. Dann mal los. Und ich gehe wieder in die Front Row. Hulala. Das ist natürlich hier... Die gehen ganz schön hart ran. Ah, da unten ist er... Oh nein! Die Spinne hat mich einfach eingewebt. Was soll denn der Mist? Oh oh. Die lassen mich hier gar nicht mehr zum Angriff kommen, ne? Ah, die Spinne ist tot. Wunderbar. Den hier, zumindest einen von denen fertig machen, dass die mich nicht mehr alle auf einmal angreifen die ganze Zeit.
ich eigentlich schon Skills? Okay, ich kann jemanden vergiften, dann mache ich das doch einfach mal. So, jetzt habe ich den untersten noch ein bisschen vergiftet. Okay, was hat das jetzt gebracht, dass ich den vergiftet habe? Oder ist irgendwie passiert da was? Das ist gerade gar nicht so wichtig. Oh, oh nein, meine Anzeige wird langsam schon gelb. Diese komischen Skelette hier, die sind ganz schön zäh. Ganz schön fies. Okay, so, jetzt habe ich hier den nächsten endlich mal fertig. Und so langsam aber sicher. Ich könnte jetzt eigentlich mal hier diese Skill ausprobieren. Kann ich mich selbst heilen? Ja, wunderbar. Coole Sache. Das ist gut, dass man so eine Skill gleich von Anfang an hat. Das kann man eigentlich echt gut gebrauchen. Gut, wird man wahrscheinlich als Schwertkämpfer oder so nicht haben. Oder was gab's noch? Es gab noch einen Soldaten und... was war denn das andere schon wieder? Na egal, aber die werden womöglich so eine Heil-Skill nicht direkt von Anfang an haben. Deswegen war es jetzt wahrscheinlich schon ganz gut, dass ich mir hier die Hexe ausgesucht habe. Sehr gut. Okay, und jetzt bin ich hier mit dem Dungeon auch schon durch. Perfekt. Und ich bin aufgelevelt. Sehr cool. So, jetzt habe ich aber immer noch nicht das, was Dahlia wollte, also gehe ich gleich mal hier in den nächsten Kampf. Natürlich wieder in die Front Row. Ich bin immer vorne mit dabei. Oh nein, die Spinne will mich schon wieder einweben. So nicht lange, Dame. Okay, ich sehe jetzt hier, meine Attacken sind jetzt schon stärker. Oder die sind schwächer, was auch immer. Sehr gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall schon mal gleich aufzuleveln, ne? Hm. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was diese Spinnen weben sollen. Ich habe das Gefühl, wenn die um mich herum sind, dann können die anderen mich nicht angreifen. Aber das ist ja ziemlicher Unsinn, weil die Spinne mir ja damit helfen würde, obwohl sie mein Gegner ist. Das ergibt keinen Sinn, aber ich störe mich einfach mal nicht weiter dran. Die sind sowieso nicht so richtig gut im Treffen. Merke ich hier schon. Da steht die ganze Zeit Mist, Mist. Und gleich der nächste Level, sehr gut. Das geht ja am Anfang immer relativ schnell. Okay, wo geht's denn hier weiter? Nach da unten. Und noch ein Kampf ist da. Mach ich den auch noch, so. Oh, der hat eine Knarre. Also nicht so cool. So, aber jetzt habe ich den auch schon wieder erledigt. Noch einmal auf die Spinne. Vielleicht kriege ich die Waffe dann. Das wäre ja immer ganz nett, wenn ich die so einbringen könnte. Als neues Item. Na, Moment, nur mit so einem Käsemesser hier ist ja eigentlich auf Dauer auch nicht gut kämpfen. Ne? Okay, cool. Und jetzt werde ich schon wieder... Ja, genau, ich habe schon wieder einen neuen Level erreicht. Sehr gut. Okay. Ja. Sollte ich hier nicht irgendwas eigentlich... Gibt's hier noch? Nee, da komme ich nur wieder nach oben. Ja gut, aber mehr gab's ja jetzt eigentlich nicht, ne? Oh. Gehen wir kurz raus. Aber das ist der Spider-Dungeon. Oder gibt's hier noch? Nee, es gibt keinen anderen. Das ist der Spider-Dungeon, da war ich schon richtig drin. Wieso kriege ich dann jetzt keinen... Spider-Emblem. Oder... Vielleicht muss ich jetzt einfach nochmal kämpfen und hoffen, dass ich das dann kriege. Oder ich schau mal kurz in mein Inventar. Ah doch, tatsächlich. Oh, was habe ich denn hier? Okay. Dann benutze ich doch jetzt einfach mal die. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Nee, ne? Ja, ich würde jetzt ganz gerne in so ein Spider-Emblem kommen.
Frage ist nur, kriege ich das jetzt hier oder... Oder mache ich da noch irgendwas falsch? Muss ich das vielleicht auch irgendwo draußen im Dungeon aufsammeln? So. Bin auch gleich wieder fertig. Vielleicht kriege ich da nochmal ein Level dazu. Sollte das erledigt sein? Yes, okay. Aber ich kann jetzt auch hier nichts anklicken oder so, gell? Ah, ich habe das Spider-Emblem bekommen. Sehr gut. Und ich bin weiter ein Level aufgestiegen, noch besser. Gut, dann kann ich jetzt hier zurück zu Dahlia und ihr das geben. Okay. Olia back in Plymouth. Jetzt muss ich mit Olia reden. Sehe ich das richtig? Ja, da ist Olia. Aha. Okay, ich muss jetzt die bösen Menschen in der Stadt finden, die mit diesen Krankheiten zusammenhängen könnten. Die dunkle Magie ausüben gegen die Dorfbewohner. Dann suche ich jetzt erstmal hier kurz die Taverne. Da soll ich anfangen. Dahlia rum. Ah, da kann ich reingehen. Nein, das ist eine Kirche, okay. Okay, also in der Kirche nicht, da ist Alessio. Ist das ja dann die Taverne? Nein, das ist Alessios Spiel, was auch immer das sein soll. Das sieht mir eigentlich aus wie ein Fischladen. Aber da sind auch so Gläschen drauf. Schauen wir da mal rein. Taverne, haha, okay, dann rede ich jetzt mal hier ein bisschen mit denen. Oh, ich wurde am Strand angespült, das ist natürlich klasse. Okay, aber hier unten gehe ich mal lieber zu dem, der leuchtet. Das soll ja mal ganz gut sein. Oh. Ich muss Charlies Hut finden. Ja, na gut, das mache ich auch noch, aber jetzt rede ich hier mit dem. Nehmen wir einfach mal irgendwelche Quests an. Okay, das... Also mal eigentlich. Aha. Ja gut. Scheint mir jetzt keiner besonders. Ah, das ist so eine Art Bank oder so. Okay. Scheint mir jetzt keiner besonders böse zu sein. Everett vielleicht, der sieht böse aus. Der seufzt aber nur. Gibt's vielleicht noch eine andere Taverne oder sowas? Okay, ich kann die Quests nur annehmen und sie nicht wegklicken, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja gut. Dann... Die hat doch gesagt, ich soll einfach mit den Leuten reden, oder nicht? Ich rede mal kurz mit Alessio. Der sagt jetzt, ich soll es vor allem beim Hotel besuchen. Welches ist denn das Hotel? Na gut, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal kurz hier einen Cut und höre auf für heute. Und wenn die Serie weitergeht, dann schaue ich im nächsten Let's Play nach dieser mysteriösen Krankheit, die die Leute hier in Plymouth befällt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht als nächstes probieren kann oder was am besten ist, am sinnvollsten ist, wie ihr das Spiel findet. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, ciao! Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.